Ja, Eike und Julian, herzlichen Glückwunsch zum Kreismeistertitel, zur Titelverteidigung. Das war ein sehr souveränes Turnier von euch. Habt ihr es ähnlich gesehen? Ja, schon. Also bis auf das Spiel gegen Remdorf, da haben wir Glück gehabt. Da kann das Turnier ganz schnell im Finale vorbei sein. Sonst am Freitag ein super Start ins Turnier mit 23:0 Toren. Da waren wir sehr stolz auf die Mädels und auch heute in der Zwischenrunde. Zwar zurückgelegen gegen Warendorf 2, aber zurückgekommen. Da haben wir gedacht, es läuft heute, wir sind gut drauf, die Mädels sind gut drauf. Und haben dann auch die Zwischenrunde verdient gewonnen. Aber im Viertelfinale, das war so ein Spiel, wo wir gesagt haben, da kann sowas in die Hose gehen. Und dann im Halbfinale, das war souverän. Aber ich glaube, dass Ostbevern da auch einfach extrem kaputt war. Die haben vorher den Turnierfavoriten hier geschlagen und das zieht auf jeden Fall an den Kräften. Ja. Die haben, glaube ich, heute ein bisschen Verletzungspech aufgehabt, dementsprechend waren wir da vielleicht einfach ein bisschen Glück, dass wir eine fittere Mannschaft bzw. mehr Glück hatten mit den verletzten Spielern und da so im Vorteil waren und dann im Finale. 2-0 hört sich eindeutig an, aber ich glaube, da waren auch ein paar Dinger, die Katrin rausgefangen hat, rausgefischt hat. Aber wir sind sehr froh auf den Mädels, oder? Ich glaube, er hat es gesagt. Man kann nur sagen, im Viertelfinale haben wir natürlich Glück, da kann man einfach rausfliegen. Wenn irgendein 9 Meter nicht drin ist oder nicht gehalten wird, dann ist man raus aus dem Turnier und jetzt haben wir es gewonnen. Das ist auch immer ein bisschen Glück dabei, das hatten wir dieses Jahr wieder. Ja. Okay, danke.